Die Brutalität der Eroberer. Ja, die gab es leider zu allen Zeiten und dies wird auch nie aufhören, weil die Menschen ja auch die gleichen bleiben. Auf die Landnahme folgt die Gewalt der Sieger gegenüber den Unterworfenen. Oft geschieht dies auch symbolisch, wie zum Beispiel das Urinieren auf die Leichen der Besiegten, wie kürzlich in Afghanistan zu beobachten war. Oder wie in Libyen, wenn die verbündeten Sieger für Democracy and Freedom den britischen Soldatenfriedhof verwüsten und beseitigen mit besonderer Lust die jüdisch gekennzeichneten Grabsteine. Das geschah ja nicht einmal so stringent seinerzeit unter den Nazis, oder? Richtig körperliche Gewalt gab's en masse im Irak, wie immer wieder auch öffentlich wurde. So geschehen, als ein Unteroffizier kürzlich befahl, nach eigenen Verlusten durch Heckenschützen die Häuser des Ortes durchzukämmen, dabei aber erst zu schießen und dann zu fragen. Ergebnis? Wohl bald 2 Dutzend Tote, Männer, Frauen, Kinder. Der Mann wurde in den USA vom Militärgericht praktisch freigesprochen. Mir fallen da ähnliche Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg ein, wenn deutsche Soldaten so verfuhren. Gut, damals hieß das Partisanen und nicht Heckenschützen, und das Ganze zählte dann zu den faschistischen Gräueln. Aber es werden heute noch 90-Jährige deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt. Selbst wenn die Beweislage dürftig ist, beziehungsweise absolut nicht gegeben ist, wie im Falle eines Priebke oder dem Janjuk. Siegerjustiz? Da reicht es, in der Nähe gewesen zu sein. Sogar wenn Vorgesetzte für das gleiche Vergehen früher schon freigesprochen wurden. Also aufgemerkt, je weiter unten in der Befehlskette oder je mehr Verlierer zu sein, bedeutet, desto härter büßen zu müssen. Auf gut Deutsch, den Letzten beißen die Hunde. Und wie ist das, wenn die Eroberung allmählich vor sich geht, also Eroberung auf dem Wege ungebremster Einwanderung zum Beispiel? Wir hören, sehen und lesen ständig von wachsender und extremer Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit von Jugendlichen. Das sind dann immer junge Männer mit Migrationshintergrund, denn sonst würden sie als Deutsche bezeichnet. Regelmäßig fehlt auch die Namensangabe in solchen Fällen, weil der ja auch die Herkunft verraten würde. Statistiken zu diesem Phänomen gibt es nicht, weil das nicht gewollt ist, weil es ja Gewalt bei unseren lieben Zuwanderern und Verfolgten ja eigentlich gar nicht geben dürfte. Einwanderung ist ja per se gut. Manchmal hört man auch nur ganz verschämt oder beschönigt von diesen Gewalttätigkeiten. So als kürzlich ein Dessauer Fußballer das Messer eines Asylbewerbers in den Kopf gerammt bekam, weil er dem von letzterem überfallenen Rentner helfen wollte. Der Mann hat's Gott, seinem Glück und den Ärzten sei Dank überlebt. Die Presse nannte dies dann eine kleine Rangelei von rechten Fußballern. Ach, wie süß. Öffentliches Stillschweigen dagegen herrscht bei DPA oder in der ersten Reihe oder mit dem zweiten Auge oder bei allen sonstigen Wellen und Zeitungen komplett. Also richtige Grabesruhe, wenn ganz Schlimmes passiert ist. Wie vor 3 Wochen in Worms. Als ein Mädchen von 3 jungen Türken in einer Tiefgarage mehrfach vergewaltigt und, nachdem unsere Fachkräfte offensichtlich erschöpft waren, dieser Vorgang mittels einer Flasche fortgesetzt wurde. Als ob dies nicht schon genug wäre, zerbrachen unsere 3 mutigen Muselmanen noch die Flasche und schoben ihr den abgebrochenen Flaschenhals tief in den Unterleib. Wohl als Abschiedsgeschenk und begossen sie noch mit reichlich Alkohol, getreu dem alten Werbespruch, darauf einen Dijardin. Zum Glück fand ein älterer Mann das stark blutende Mädchen und eine Notoperation rettete ihr Leben. Sie muss nun mit einem künstlichen Darmausgang leben und ob sie mit ihrer zerschnittenen Gebärmutter jemals Kinder bekommen kann, ist höchst zweifelhaft.
Man steht fassungslos vor der Art sadistischer Brutalität. Liebe Lassensleute, ich bin mir sicher, wenn der alte Hagen von Tronje noch in Worms regieren würde, hätten diese drei Ritter der modernen deutschen Tafelrunde den nächsten Sonnenuntergang berechtigterweise nicht mehr erlebt. Da hätte sie nicht einmal das Gastrecht davor bewahrt. Aber Alltag in Bundesdeutschland heute, der erste des Trios ist bereits wieder auf freiem Fuße. Er hatte wohl bloß seine Freude am Zuschauen oder auch nur ein Bein des Opfers gehalten, damit die anderen freien Zugang hatten. Man kann gespannt sein, wann die beiden anderen auch wieder frei sind. Wenn sie reuig sind und wegen schlechter Kindheit, wird das Gericht sicher ihre Traditionen dazu noch berücksichtigen und die beiden vermutlich sich bewähren lassen. Sie werden die Mädchen wohl bald wieder ihren Stinkefinger zeigen können. Die anderen Körperteile kennt sie ja nun schon zur Genüge. Vielleicht nimmt sie sich auch bald das Leben. Dann wäre das Problem für uns aus der Welt. Beim Lesen dieses Geschehens musste ich sofort an ähnliche grauenhafte Vorgänge denken, die sich im Osten Deutschlands beim Einmarsch der Roten Armee ereignet haben. Aber auch in Westeuropa gab es nach der Befreiung mehr Tote und Vergewaltigte als während der gesamten deutschen Besatzungszeit. Eine kleine Zwischenfrage. Haben sich die deutschen Soldaten etwa abweichend vom sonst üblichen Verhalten aufgeführt? Nur mal so am Rande bemerkt. Grundsätzlich wird die Gewalt der Eroberer jedoch seit Jahrtausenden vorzugsweise an den Frauen der Besiegten ausgeübt, um dem unterworfenen Volk klarzumachen, wer nunmehr Herr im Lande ist. Die Vergewaltigung als Machtsymbol und Vorrecht des Machos, der ja auch oft Teil des Soldaten ist. Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist heute aber offensichtlich besonders tabuisiert, wenn sie von Immigranten ausgeübt wird. So wie selbst Alice Schwarzer in einem Interview mit der Weltwoche einräumte, dass ein Kölner Polizeibeamter ihr bestätigt hatte, dass 70-80% der Vergewaltigungen in Köln von Türken verübt würden. Auf ihre Frage, warum man das Problem nicht offen benennt und angeht, antwortete der Polizist ehrlich: Das dürfen wir nicht, Frau Schwarzer. Das gilt als Rassismus. Ich würde an dieser Stelle sogar weitergehen und dieses Phänomen nicht nur kulturell begründen, also nur in der archaischen Macho-Kultur der Einwanderer sehen, wo die Frau nun mal als zweitrangig untergeordnet, zwar als Familienjuwel, eben aber als Besitz betrachtet wird, mit dem nach Belieben verfahren werden kann. Der Hauptgrund der Ausländergewalt ist wohl eher darin zu suchen, dass wir es zugelassen haben, dass die Immigranten sich als Eroberer fühlen in Deutschland. Sie werden als Erbauer des Landes umjubelt, Einbürgerung wird ihnen regelrecht nachgetragen, angedient, es wird nachgerade drum gebettelt. Man sieht bei Buschkowskis Nullkölner Einbürgerungsfeierstunden, dass nicht einer von seinen Neudeutschen das Lied der Deutschen kennt, geschweige denn mitsingt, kaum einer gut Deutsch spricht. Die Eidesformel lesen sie mühsam ab oder murmeln sie kaum verständlich vor sich hin. Wir Deutschen machen uns zum Affen und verlangen nicht, dass Integration Bringepflicht ist. Eine Einbürgerung wurde kürzlich sogar höchstrichterlich angeordnet, obwohl die betreffende Frau nach 20 Jahren Anwesenheit kein Wort Deutsch spricht. Die Landnahme ist erfolgt. Das zeigt nicht nur ein vieltausendköpfiger Miri-Clan in Bremen, gegen den Justizbehörden und Polizei ihre Machtlosigkeit eingestanden haben. Können wir besser deutlich machen, wer in Deutschland der Herr im Hause ist? Zuwandererbonus vor Gericht, Zwangsehen ab Kindesalter und deren Vollzug natürlich, Anerkennung der Scharia als Rechtsgrundlage und was sonst noch so an kulturellem Kniefall passiert. Welches Verhalten sollten sich denn angesichts dessen unsere heißgeliebten Zuwanderer und Fachkräfte sonst angewöhnen? Wir nötigen es ihnen ja förmlich auf,
so zu sein, wie sie inzwischen geworden sind. Sie verhalten sich garantiert nicht so in ihren Heimatländern, weil dort ganz anders mit ihnen umgesprungen würde. Es ist eine Frage der Erziehung, aber auch das ist ja eine zwischenmenschliche Aufgabe, die gemäß 68er Vorgaben in Deutschland schon längst nicht mehr stattfindet. In den Schulen ist nicht Multikulti, sondern Monokulti angesagt. Wir dulden, dass unsere Kinder dem Mobbing der islamischen Macho-Kultur ausgeliefert sind, ein ganzes Schulleben lang. Mit dem einhergehenden Verlust an Bildung. Deutschland und sein einziger Rohstoff, die Intelligenz der Deutschen. Ha, unser IQ ist konstant am Zurückgehen, liebe Landsleute. Dafür sorgt das Vergammeln lassen unserer Kinder und den Rest geben uns die einströmenden Fachkräfte. Wie heißt doch so schön bei Werner, wir trampeln's durch Getreide, wir latschen durch die Saat, hurra, wir verblöden für uns bezahlter Staat. Und wir lassen uns demütigen auf Bestellung. Wenn unsere Nationalelf demnächst zur Europameisterschaft gen Osten reisen wird, dann wird heute schon von diversen Lobbyisten und Fremden verlangt, dass sie ja auch Auschwitz besuchen, um dort artig den rituellen Diener zu machen, ja? Als Bestätigung dafür, dass die lauten und dominanten Besteller dieses Kotau im Zweifelsfall immer noch das Sagen haben, also die Bestimmer sind gegenüber uns Deutschen. Wir haben es akzeptiert, diese ausufernde leise und laute Gewalt der Fremden hinzunehmen, außer in Sonntagsreden natürlich. Wenn wir etwas tun, stellen wir noch Kerzen auf und zeigen zutiefste Erschütterung und gehen zur Tagesordnung über. Und die heißt, sich abducken, dass es einen nicht selber erwischt. Es gab Zeiten, liebe Landsleute, da haben die Deutschen das Kreuz durchgedrückt und wie Rübezahl die Keule genommen, um für Freiheit und Recht im Heimatlande zu sorgen. Aber wir kennen ja nicht mal mehr die Lieder, die das besingen.